Hallo, ich bin's Ruth. Willkommen zurück auf meinem Kanal Zwischen 1000 Zeilen. Auf dieses Video hier habe ich mich schon eine ganze Weile gefreut, das zu drehen. Ich habe nämlich im Winter total gerne diese ganzen Videos gemacht, wo ich das vergangene Jahr zusammengefasst habe. Die besten Bücher, die schlechtesten Bücher. Dann zu gucken, welche Bücher dieses Jahr rauskommen. Ich mag solche zusammenfassenden Videos irgendwie gerne. Und ich mache heute den Mid-Year Book Freakout Tag für euch. Ich habe keine Ahnung, wie man das am besten ins Deutsche übersetzt. Das ist sozusagen ein Zwischenfazit meines Lesejahrs. Alle Fragen zielen darauf ab, was ich im ersten Halbjahr gelesen habe, gut fand, schlecht fand, euch nochmal besonders ans Herz legen will. Und wenn euch das interessiert, bleibt ihr dran. Ihr könnt gerne auch die Fragen unten in den Kommentaren beantworten. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, so eine Art Zwischenfazit festzuhalten, wie euer erstes Lesehalbjahr 2019 so funktioniert hat, so gut gelaufen ist oder vielleicht auch nicht so gut gelaufen ist. So, aber jetzt geht's los. Frage 1, was war das beste Buch, was du im ersten Halbjahr gelesen hast? Ich würde euch auch gerne um Feedback bitten, ob ihr Lust habt, dass ich dazu ein separates Video mache. Ich habe schon wirklich sehr viele Bücher gelesen. Ich bin jetzt über 100 schon für die ersten 6 Monate. Und ich könnte mir eigentlich ganz gut vorstellen, da mal ein Best-of zu drehen. Vielleicht die 10 besten Bücher aus dem ersten Halbjahr oder so. Wenn euch das interessiert, kann ich das gerne machen. Aber wenn ich zusammenfassen müsste, mein absolutes Highlight bisher ist das Love to Share, Liebe ist die halbe Miete von Beth O'Leary. Hier hinten steht es auf Englisch. Meine deutsche Ausgabe ist gerade noch verliehen. Das ist ein wunderbarer Liebesroman. Der ist sprachlich am Anfang gewöhnungsbedürftig. Also er wird in 2 Perspektiven erzählt. Ich habe zu dem ganzen Buch auch schon eine ausführliche Rezension ohne Spoiler gemacht. Die verlinke ich euch auch nochmal oben in der Ecke. Aber das war so wunderbar fürs Herz und aber auch irgendwie für den Kopf. Also es war keine dumme Liebesgeschichte und es gab ganz viele Geschichten, die noch drumherum erzählt wurden. Und es ist witzig. Und ich habe schon mal jetzt vor ein paar Sätzen gesagt, es ist am Anfang sprachlich gewöhnungsbedürftig, wie der Leon, also die männliche Hauptfigur, spricht und geschrieben ist. Da muss man sich am Anfang dran gewöhnen. Das habe ich jetzt in ein paar Rezensionen schon gehört, dass das negativ aufgefallen ist. Mir hat das gut gefallen, aber dazu erzähle ich mehr in der Rezension und deswegen jetzt hier nicht schon wieder. Aber das ist mit Abstand mein Highlight bisher in den ersten 6 Monaten gewesen. Frage 2, was war die beste Fortsetzung, die du bisher in diesem Jahr schon gelesen hast? Und das ist eine tricky Frage, also ich habe 2 Antworten. Ich habe gar nicht so viele Fortsetzungen von Reihen gelesen in diesem Jahr. Ich habe eine Fortsetzung einer Reihe gelesen, die ich schon immer toll fand und deswegen ist das meine eine Antwort, sage ich euch gleich. Und dann habe ich eine neue Reihe angefangen und Band 1 und 2 schon gelesen und beide fand ich super. Aber es ist halt sozusagen nicht eine Fortsetzung von einer Reihe, die ich schon vor Ewigkeiten angefangen habe. Das ist ein bisschen eine verschwurbelte Antwort. Ich erkläre es einfach mal anhand der Bücher. Die Ewigen Toten von Simon Beckett ist Band 6 der David Hunter-Reihe um den forensischen Anthropologen. Das ist eine Reihe, die ich schon seit Ewigkeiten sehr gerne lese. Die Hauptfigur ist was Besonderes, indem er eben kein Polizist ist, sondern mit seiner wissenschaftlichen Expertise hilft, Mordfälle aufzuklären. Ich finde vor allen Dingen, dass die Settings der Bücher von Simon Beckett immer unglaublich überzeugend sind. Die Ewigen Toten spielt in einem stillgelegten alten Krankenhaus und das hat natürlich sofort so einen Gruselfaktor. Das war auf jeden Fall eine überzeugende Fortsetzung, der 6. Teil sogar schon einer Reihe. Und dann habe ich eine neue Reihe angefangen und zwar Nevernight von Jay Kristoff und das hier ist jetzt Band 2, den ich auch schon im ersten Halbjahr gelesen habe und beide Bücher sind unfassbar gut. Also wirklich was ganz Besonderes im Fantasy-Bereich. In der Nevernight-Trilogie, Band 3 kommt auf Englisch im Herbst und dann auf Deutsch im nächsten Frühjahr und ist dann fertig. Das heißt, wenn ihr die durchsuchten wollt, dann müsst ihr nur noch bis nächstes Frühjahr warten. Hier geht es um die Protagonistin Mia Corvere, die als junges Mädchen miterlebt, wie ihre Familie zerrissen wird, teilweise hingerichtet wird, teilweise in Gefangenschaft gerät und das hat politische Gründe.
Und sie schlägt sich jetzt als Weise einige Jahre durch, hat aber im Hinterkopf immer, dass sie Rache nehmen will. Und sie hört dann um ein paar Umwege, um ein paar Ecken herum, dass es eine Schule gibt, die Assassinen ausbildet. Und dort will sie hingehen, um alles zu lernen, wie man am besten Menschen tötet. Und dann will sie Rache nehmen. Und ich habe dazu schon, zu Band 1 habe ich schon eine ausführliche Rezension gemacht. Das würde ich euch auch oben in der Ecke verlinken. Das ist, da erzähle ich auch ein bisschen mehr, warum ich die Reihe so besonders finde. Und wenn euch das interessiert, würde ich euch die Rezension ans Herz legen. Und das ist auch, ich würde mal sagen, jetzt Antwort 2b, die beste Fortsetzung, die ich in diesem ersten Halbjahr gelesen habe. Frage 3. Welche Neuerscheinung hast du noch nicht gelesen, willst sie aber unbedingt noch lesen? Und das ist eine Frage, die mich tief ins Herz sticht, weil das ungefähr das größte Dilemma jeder lesenden Person ist. Liest man Neuerscheinungen oder liest man Sachen, die schon ewig auf der Wunschliste stehen, oder liest man sogar Bücher nochmal, weil man schon weiß, dass man sie toll findet? Ist jedenfalls mein größtes Dilemma. Und natürlich gibt's im ersten Halbjahr einige Neuerscheinungen, auf die ich extrem Lust hatte, schon bevor sie erschienen sind. Dann sind sie erschienen und ich habe immer noch Lust, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Oder es waren solche Neuerscheinungen, die ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte und trotzdem immer noch nicht dazu gekommen bin, sie zu lesen. Ganz klar, Liebeskind von Romy Hausmann. Ich bin mir sicher, dass ich das toll finden werde. Und das ist ein wahrscheinlich zu Recht gehyptes Buch, aber ich bin bisher noch nicht dazu gekommen. Ich habe ja schon erzählt, dass der Sommer immer so meine Thriller-Höchstzeit ist, weil ich sehr gerne im Sommer Thriller lese. Von daher gehe ich davon aus, dass in den nächsten Wochen dann auch Liebeskind bei mir ein Häkchen hinten dran kriegt. Ich habe noch 2 Fantasy-Neuerscheinungen, die ich schon vorab sehr sehnsüchtig erwartet habe. Einmal das neue Buch von Leigh Bardugo, King of Scars. Das spielt auch in ihrem Grisha-Universum und stellt Figuren in den Vordergrund, die man aus den anderen Büchern schon kennt. Da waren sie eher Nebenfiguren. Da habe ich auf jeden Fall sehr viel Lust drauf. Allerdings ist auch das wieder der Auftakt einer Reihe. Und also mindestens einer Dilogie, wenn nicht sogar Trilogie. Und deswegen habe ich nicht so richtig Druck, das schon zu lesen, weil ich dann eben auch auf die nächsten Bände warten muss. Das kommt jetzt im Sommer, ich glaube im August, dann auch als deutsche Übersetzung. Mal gucken, vielleicht höre ich es dann als deutsches Hörbuch. Ich habe auf jeden Fall immer noch sehr Lust drauf. Und dann noch ein weiteres Fantasy-Buch, A Curse So Dark and Lonely von Bridget Camera. Das ist eine Nacherzählung, eine Adaption von Die Schöne und das Biest im Fantasy-Setting, und aber so ein bisschen so Urban Fantasy. Also die Figur, die der Schönen nachempfunden ist, kommt aus unserer Welt und gerät dann in eine Parallelwelt, wo es ein Biest gibt und sie muss sich da irgendwie zurechtfinden. Das hat sich vorher schon total toll angehört. Ich habe da immer noch Lust drauf, aber ich bin halt immer noch nicht dazu gekommen. Und die Frage 4 gehört auch zu Neuerscheinungen. Was ist eine Neuerscheinung im zweiten Halbjahr, auf die du dich sehr freust? Auch da kann ich ein separates Video für euch machen, wenn euch das interessiert. Ich habe eine ganze Liste an Neuerscheinungen, auf die ich sehr sehnsüchtig warte im zweiten Halbjahr. Highlights würde ich sagen, also die ganz oben auf der Liste stehen, sind Erebos 2. Am 14.8. kommt das, glaube ich, raus von Ursula Poznanski. Und die Krone der Dunkelheit, Magieflimmern, also Band 2 aus dieser, ich glaube, es wird eine Trilogie von Laura Kneidl, kommt am 1. September raus, irgendwann im September. Das sind so, würde ich sagen, die 2, die ziemlich weit oben auf der Liste stehen. Frage 5, was war die größte Enttäuschung? Das ist mit Abstand ganz einfach zu beantworten, und zwar 99% Mine von Sally Thorne. Über dieses Buch habe ich schon oftmals geschimpft. Das erste Buch von Sally Thorne, The Hating Game bzw. Küss mich, Mistkerl, ist mein absolutes Lieblingsbuch im Bereich Liebesroman. Besser geht es nicht. Selbst Love to Share kommt da. Ja, also das ist, ich würde mich fast korrigieren wollen, aber also The Hating Game ist natürlich einfach schon länger in meinem Herzen. Und dann hat Sally Thorne ihr zweites Buch rausgebracht, 99% Mine, und es war furchtbar. Es hatte nicht dieses Kribbeln aus ihrem ersten Buch, es hat nicht wirklich Sinn gemacht, es war nicht besonders romantisch, es war wirr geschrieben, es hat mich aufgeregt und ist mit Abstand die größte Enttäuschung.
Und eine andere Enttäuschung, auch hier gehe ich nur ganz kurz darauf ein, war die Grisha-Trilogie. Ich habe im vergangenen Jahr die Krähen gelesen, also das Lied der Krähen und das Gold der Krähen von Leigh Bardugo. Und das waren ja meine Highlights und ich feiere die immer noch total. Und da gibt es eine Trilogie, die davor spielt, im gleichen Universum, die Grisha-Trilogie. Und ich hatte schon das Gefühl, dass man das Krähen-Duett besser verstehen kann, wenn man die Grisha-Trilogie gelesen hat. Und weil eben auch jetzt noch mehr Bücher in diesem Universum angekündigt wurden, wollte ich eben auch diese Trilogie lesen. Und sie wurde nach und nach besser. Band 1 fand ich gar nicht gut, Band 2 war gut, Band 3 war dann schon fast sehr gut. Naja, eigentlich auch nicht. Also Band 3 war am besten, die anderen beiden waren so gar nichts. Und ich hatte mich da sehr drauf gefreut, eben weil ich das Lied der Krähen und das Gold der Krähen so gut fand. Aber es war irgendwie nicht meins. Frage 6, was war die größte Überraschung? Und da habe ich auch zwei Antworten, und zwar zwei sehr unterschiedliche Antworten. Als erstes Sadie von Courtney Summers. Das hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm. Auf Englisch ist das im vergangenen Jahr rausgekommen, auf Deutsch jetzt irgendwann im ersten Halbjahr. Und das ist eine Geschichte eines jungen Mädchens, Sadie, deren Schwester verstirbt, umkommt. Und Sadie glaubt ganz genau zu wissen, wer hinter diesem Todesfall steckt, hat aber auch das Gefühl, dass sich niemand wirklich um Gerechtigkeit kümmert und nimmt das deswegen selbst in die Hand und will diesen Verantwortlichen zur Strecke bringen. Und die Geschichte wird dann parallel erzählt von einem Journalisten, der von diesen beiden jungen Mädchen gehört hat, einmal von Sadie und dann von dem Todesfall ihrer jüngeren Schwester. Und der versucht, diesen Fall dann aufzurollen, einige Zeit nachdem Sadies Erzählperspektive spielt. Sadie ist nämlich mittlerweile verschwunden. Und das war so ein ergreifendes Buch, vor allem, weil man Sadies Trauer und Schmerz und Wut unglaublich gut spürt. Und auch, weil ich das Gefühl hatte, dass das Format einfach was Besonderes war. Innen drin ist es wirklich teilweise wie so ein Podcast geschrieben, also mit Interviews und mit Schnipseln, die der Journalist zusammenträgt und so weiter, also sprachlichen Schnipseln. Das hat mich total überrascht. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass mir das so gut gefallen würde. Und das Zweite, was mich auch ziemlich überrascht hat, ist Red, White and Royal Blue von Casey McQuiston. Ich versuche immer noch rauszufinden, ob es schon einen deutschen Verlag gibt, der das lizenziert hat und die Übersetzung rausbringen wird. Ich bin bisher noch nicht weitergekommen. Das ist ein New Adult Liebesroman zwischen dem Sohn der fiktiven amerikanischen Präsidentin und einem britischen Prinzen. Und ich habe ja Neuerscheinungen vor allen Dingen im Liebesroman-Genre schon wirklich ganz gut auf dem Schirm. Also per Goodreads versuche ich zu gucken, was sind die Neuerscheinungen, die schon vorab gehypt werden. Und da war das so ein bisschen dabei, aber hat eigentlich erst rund um den Erscheinungstermin im Juni, im Mai, richtig Fahrt aufgenommen. Und auch dann hatte ich immer noch nicht so richtig Lust darauf und habe dann das Hörbuch gehört, genau. Und mehr so aus einem Bauchgefühl heraus, und das ist ein wunderbares Buch. Es geht um universelle Liebe und wie wunderbar es ist, wenn man merkt, dass man etwas fühlt und dass diese Gefühle erwidert werden und dass es aber egal ist, wer man selber ist und wer der andere ist. Liebe ist immer Liebe. So schön, aber das hat mich sozusagen von hinten überholt und ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, deswegen war das eine Überraschung. Frage 7, was ist ein neuer Autor, eine neue Autorin, die du für dich entdeckt hast? Auch da habe ich natürlich mehrere Antworten und unterschiedlich richtige Antworten. Also eine komplett neue Autorin, von der es vorher noch gar nichts gab, ist Beth O'Leary von Love to Share. Die hat mich vollends überzeugt. Ich bin extrem gespannt auf ihr zweites Buch, was im nächsten Jahr erscheint. Das ist praktisch ganz weit oben auf meiner Wunschliste fürs nächste Jahr. Ich kann es kaum erwarten und hoffe, dass ihr zweites Buch so gut wird wie ihr erstes. Tolle Autorin. Und die anderen beiden Autorinnen, die ich für mich neu entdeckt habe, sind eigentlich keine Neuentdeckung. Von Brittany C. Sherry habe ich Verliebt in Mr. Daniels vor Jahren gelesen und fand es ehrlich gesagt nicht so gut. Und habe aber jetzt dieses Jahr wirklich, ich glaube, mir fehlen noch zwei Bücher von ihr, die ich noch nicht gelesen habe, alles hintereinander weggesuchtet. Und
die holt mich emotional total ab. Das ist so einer, die Bücher schreibt, bei denen kein Auge trocken bleibt oder zumindest meine Augen nicht trocken bleiben. Und auch in Zukunft werde ich auf dem Schirm behalten, was Neues von ihr rauskommt. Und wenn der Klappentext nicht völlig absurd und abseits jeglicher Geschmäcker von mir ist, dann werde ich das definitiv auch lesen, alles, was sie rausbringt. Und das Gleiche gilt für Serena Bowen. Von der habe ich im vergangenen Jahr schon die True North-Reihe gelesen und fand sie schon gut. Aber in diesem Jahr habe ich wirklich, ich glaube, keine Ahnung, 10 Bücher von ihr gelesen. Ich habe die Ivy Years-Reihe gelesen und ich habe die Brooklyn Bruisers-Reihe gelesen und den Spin-off der Brooklyn Bruisers-Reihe. Also keine Ahnung, bestimmt 10 Bücher. Müsste ich mal nachgucken, was ich von Serena Bowen gelesen habe. Finde die super. Ich finde vor allen Dingen, dass sie sehr sweete Männerfiguren schreibt. Nicht so Männer, die erst überzeugt werden müssen, dass sie die weibliche Hauptfigur lieben. Das nervt mich total. Und das macht Serena Bowen nicht. Und deswegen finde ich sie als Autorin total toll und habe sie neu in Anführungszeichen für mich entdeckt. Frage 8. Neuester Bookboyfriend, Bookgirlfriend. Da habe ich natürlich auch mehrere Antworten. Als erstes und ich glaube sogar on top of the list. Also ich glaube, dass da nichts drüber kommt im ersten Halbjahr. Andy aus The Ivy Years, was wir uns bedeuten. Und das ist nur eine kleine Novelle. Also ich weiß nicht, ob es das als deutsches E-Book gibt oder so. Das ist jedenfalls gehört in die Ivy Years-Reihe, ist aber wirklich nur ein ganz kurzes Büchlein. Und normalerweise kann ich mit solchen Novellen nicht viel anfangen, weil ich das Gefühl habe, da wird man so gehetzt und ich mag das ja lieber, wenn Geschichten sich langsam entwickeln und nicht nur auf, keine Ahnung, 80 Seiten oder 100 Seiten. Aber Andy ist so ein Sweetheart. Also, der ist so respektvoll und romantisch und zugewandt und toll. Leon aus Love to Share ist natürlich auch zu nennen. Das ist ebenso ein respektvoller, weicher Typ, der irgendwie sich verletzlich macht und der ganz langsam an die weibliche Hauptfigur so heranrückt und man ihn eben auch beim Lesen erst so langsam kennenlernt. Das ist auch eine tolle Figur. Und dann, um mal aus dem Liebesroman-Genre rauszukommen, wobei Animant Crumbs Staubchronik ist eigentlich auch schon im Liebesroman-Genre anzusiedeln. Mr. Reed ist auch so einer, den ich aus der Ferne auf den Seiten angehimmelt habe und ich mir sicher bin, dass ich das Buch irgendwann auch nochmal lesen werde und ihn dann genauso anhimmeln werde. Frage 9. Was ist dein neuester Lieblingscharakter? Das fand ich ehrlich gesagt schwer, weil ich schon gemerkt habe, dass ich die Männer, die ich gerade als neuesten Bookboyfriend bezeichnet habe, das sind auch Figuren, die ich einfach so toll finde. Die würden also auch in diese Kategorie neuer Lieblingscharakter fallen. Ich habe dann ein bisschen nachgedacht und ich finde zum Beispiel Larkin von Die Krone der Dunkelheit extrem interessant. Das ist ein verurteilter Verbrecher in der Welt, in der er lebt. Ich habe eine Rezension zu Die Krone der Dunkelheit gemacht, kann ich euch auch oben nochmal verlinken. Das ist ein toller Auftakt zu einer High-Fantasy-Trilogie und ich habe ja schon gesagt, dass ich auf Band 2 wirklich sehr gespannt bin. Und Larkin ist eines Verbrechens verurteilt worden und saß lange, lange Zeit im Gefängnis und das hat Spuren bei ihm hinterlassen. Und mit diesen Spuren geht er so langsam um und muss sich jetzt aus seinen eigenen Fesseln irgendwie wieder befreien. Und auf der anderen Seite ist er sehr gläubig, also religiös. Und was das für einen Einfluss auf sein Verhalten hat, auch anderen Figuren gegenüber, fand ich so interessant und sehr tiefsinnig. Und das hat ihn auf jeden Fall sehr komplex gemacht. Das ist eine meiner liebsten neuen Figuren, jetzt abseits von romantischem Interesse, wobei ich den schon auch schippe, deutlich schippe mit jemandem aus den Büchern. Und dann habe ich noch, wo steht das denn? Hier. Aurora Rising. Der Titel ist so schwer auf Englisch auszusprechen. Aurora Rising von Jay Kristoff und Amy Kaufman. Das ist der erste Teil einer Science-Fiction-Weltraum-Trilogie. Und da gibt es einen Charakter, Finian. Und ich glaube, dass der das ganze Buch getragen hat für mich, weil der sehr wortwitzig ist, auf eine sarkastische Art und Weise. Und er hat auch einen Grund, warum er so ironisch, selbstironisch,
bisschen misanthropisch daherkommt und das, was man so nach und nach über ihn erfährt, dass dieser Humor auch eine Art Schutzmechanismus ist, das hat mich ziemlich überzeugt und der ist auch mit der Grund, warum ich mich auf die weiteren Teile dieser Trilogie freue, auch wenn die Bücher sonst, das erste Buch jetzt sonst nicht so wahnsinnig super war. Frage 10. Welches Buch hat dich zum Weinen gebracht? Ich heule ständig beim Lesen. Ich benutze Bücher sehr, sehr gerne so als Ventil, um Emotionen rauszulassen und die äußern sich dann einfach sehr gerne in Tränen bei mir. Ich habe zwei unterschiedliche Bücher ausgesucht für diese Frage und zwar Die Nachtigall von Kristin Hannah. Das war so ein Buch, das so ganz langsam ins Herz wandert und dann tragisch ist und hoffnungsvoll und bittersüß und über das Buch werde ich noch ein paar Mal sprechen. Es gibt ja auch noch den Livestream, bei dem ich euch übrigens noch sagen muss, wann das Datum ist. Das steht noch nicht ganz fest, aber da werden wir im Detail dazu sprechen und hier habe ich natürlich auch Tränen vergossen. Und dann habe ich in meinem Reading-Vlog ja schon erzählt, dass ich, wenn Donner und Licht sich berühren, von Brittany C. Sherry gelesen habe und ungefähr nachdem das erste Drittel fertig war, danach habe ich praktisch durchgeheult und zwar auch wirklich so mit Schluchzen und in Sturzbächen und so weiter. Nicht, weil es so herzzerreißend tragisch war, sondern weil es so voller Liebe war. Also es war wirklich, dass man die Figuren einfach nur drücken wollte und mitgefühlt hat und das hat sich bei mir jedenfalls in Sturzbächen geäußert. Frage 11, ein Buch, das dich glücklich gemacht hat. Da kann ich eigentlich alle Bücher nennen, über die ich jetzt schon gesprochen habe, außer in der Frage zu der Enttäuschung. Red, White and Royal Blue von Casey McQuiston hat mich glücklich gemacht, weil es eben als Message so wunderbar ist, dass Liebe immer Liebe ist und dass es eigentlich egal ist, wer wir sind. Hauptsache, wir lieben uns. Das war richtig so. Danach war ich richtig beflügelt. Und das Gleiche war auch bei Love to Share, Liebe ist die halbe Miete. The Flatshare steht ja hinter mir. Das war so ein Buch, bei dem ich überrascht war, wie tiefsinnig es geworden ist. Das hat mich genau zu einem Punkt im Monat erwischt, wo ich vorher irgendwie so oberflächliche Liebesromane gelesen hatte und wo irgendwie so viel Drama war und das hat mich alles irgendwie nicht so richtig überzeugt. Und dann kam Love to Share daher und hat mich irgendwie so, ich habe richtig beim Lesen manchmal so Kribbeln und Grinsen gekriegt, weil ich dachte, oh, das wird was ganz Besonderes. Das hat mich auf jeden Fall glücklich gemacht. Frage 12. Was ist das schönste Buch, was im ersten Halbjahr bei dir neu eingezogen ist? Meine erste Antwort ist King of Scars von Leigh Bardugo. Das ist ja, wie gesagt, eine Neuerscheinung im ersten Halbjahr gewesen, was ich noch nicht gelesen habe. Das ist jetzt als Taschenbuch bei mir eingezogen. Die gebundene Variante ist noch schöner. Da ist, glaube ich, hinterm Schutzumschlag der normale Umschlag auch Gold oder das Papier innen, wenn man aufklappt, ist Gold. Es ist auf jeden Fall wunderschön und es hat auch, glaube ich, nochmal eine sehr ausführliche Karte vorne drin. Das hat dieses Buch hier nicht. Es ist allerdings sehr, sehr schön golden, es schimmert wunderbar und ich werde da sehr viel Spaß beim Lesen haben. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, natürlich ist hier auch die Karte drin, die es in der gebundenen Variante gibt, aber ich glaube, ich habe bei Kali die gebundene Ausgabe von King of Scars gesehen und dachte, wow, die gebundene ist echt nochmal schöner. Und ähnlich schön, weil irgendwie sehr einfallsreich, finde ich das Cover von Animant Crumbs Staubchronik von Lynn Rina. Das ist irgendwie diese Silhouette der Frau und hinter der Silhouette sind Bücherregale und es hat auch so hier wie so einen beschlagenen Buchrücken. Das finde ich insgesamt einfach sehr gelungen und finde auch, dass die Bücher im Drachenmund Verlag allgemein sehr schön sind, mit ein paar Ausnahmen. Und da gehört eben Animant Crumbs Staubchronik auch dazu. Und die letzte Frage, Frage 13. Der Sub des zweiten Halbjahres. Was sind Bücher, die du im zweiten Halbjahr unbedingt lesen willst? Ich will unbedingt mal was von Brandon Sanderson lesen. Der ist im Fantasy-Bereich ja wirklich hochgelobt und schreibt unglaublich viele Bücher und auch immer unglaublich dicke Bücher. Aber ich habe vor allen Dingen von ihm gehört, dass seine Magiesysteme, also wie die fantastischen Elemente in seinen Büchern funktionieren, sehr einfallsreich ist. Da habe ich Lust drauf. Dann will ich die Waffenschwestern-Trilogie von Mark Lawrence lesen. Da habe ich Band 1 als E-Book ja auch schon gerade gekauft.
dann will ich gerne in Die Spiegelreisende weiterlesen. Band 2 ist schon auf Englisch raus, kommt dann jetzt im Herbst auch auf Deutsch. Und Band 3 kommt, glaube ich, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch Anfang des nächsten Jahres raus. Da will ich weiterlesen. Aus der Nevermore-Reihe will ich Band 2 lesen. Ich will gerne, das habe ich aber im letzten Video schon erzählt, bei den Neuzugängen was von Wolf Dorn ausprobieren, was von Melanie Rabe. Ich habe vor allen Dingen irgendwie Lust, neue Autoren zu entdecken und mal ganz viele neue Autoren auszuprobieren. Mir hat auf jeden Fall total Spaß gemacht, dieses Video vorzubereiten, weil man dann so Revue passieren lässt, wie das erste Halbjahr war. Und das ist wirklich ein tolles Zwischenfazit. Und deswegen tagge ich jetzt auch unglaublich viele Leute, weil ich das Gefühl habe, dass das einfach ein total tolles Videoformat ist. Und das interessiert mich von total vielen Leuten. Ich habe eine ganze Liste. Being Sandra, Carlys Books, Vom Buchschnack, Ankas Geblubber, Jojo von Leserausch, das ist übrigens ein neuer Kanal, den ich euch empfehlen kann, Julia von Leseritter, Christinchen, Sarah Sophie, Alice im Bücherland, Jennys Lesestoff, die Book Friends und Steffi von Lady of the Books und wen ich sonst noch vergessen habe. Ich finde es, wie gesagt, ein total tolles Format, einen tollen Tag. Seitenraupe, Monika, vielleicht hast du auch Lust darauf, so mal das erste Halbjahr zusammenzufassen anhand dieser Fragen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.